So, hallo zusammen zu einer neuen Wochenrückblick. Das ist jetzt auch meine erste Woche wieder in meinem persönlichen Lockdown, wo ich letzten Sonntag beschlossen habe, wo ich auch gesehen habe, wie die höheren Zahlen explodieren und auch steigen. Und es ist mir extrem schwer gefallen, alle Interviews jetzt im Oktober und November abzusagen, aber es ist die beste Lösung. Aber es ist mir natürlich auch wieder schwer gefallen, weil ich mir das so vorstellen, von 100, von Umsetzung 100% Gas geben, Freude haben, wieder selber auf Null, aber ist natürlich für mich schwer gewesen, oder? Und dann auch wieder die vorige Zeit, weil ich mache nur noch eigentlich Physio, wo ich gross rausgehe und sonst bin ich daheim und dann hast du natürlich auch wieder Zeit zum Studieren. Und wir haben ja auch einen Corona-Fall in der erweiterten Familie. Und dann sind wieder Gedanken vom letzten Frühling gekommen mit dem Tod vom Vater. Und ja, es ist nicht so einfach gewesen. Aber am Freitag ist für mich ein Lichtblick passiert. Das neue Ärztealbum, Hell. Vom einzigen Gott, was es gibt, vom Bela Farin Rot. Nein, von diesen drei hat mir natürlich wieder Auftrieb gegeben. Und ja, ich musste mir selber sagen, was willst du jetzt rumjämmern, oder? Ich habe wenn schon ein Zuhause und mir persönlich geht es gut. Und jetzt schaue ich wieder positiv, oder? Mein alter Slogan, das Glas ist immer halb voll. Und es ist sehr turbulent gewesen, aber jetzt geht es mir gut. Und was auch noch kam, ist das neue Bruce Springsteen-Album. Also musikalisch bin ich voll auf meine Kosten gekommen. Und ja, was bleibt mir anders zu sagen als passet auf, bleibe gesund und bis zum nächsten Wochenrückblick. Habt euch Sorge, tschüss zusammen.